Alles gleich, danke, Entschuldigung. Jo, bis dann. So. Ciao. Guten Morgen zusammen. Ich hoffe, ihr seid noch da. Oder ich hoffe, ja, manche sind vielleicht auch noch geduldig geblieben, da ich nämlich jetzt ein bisschen technische Probleme hatte. Und ihr wisst schon, wen ich angerufen habe, den Mirko. Ich wünsche euch frohen ersten, vierten Advent. Und ich freue mich jetzt, halbe Stunde für euch da zu sein. Oh ja, ich sehe schon. Guten Morgen, Franziska. Ich habe mir was überlegt, etwas, was meiner Meinung nach besonders jetzt im Dezember euch allen gut tun wird. Ihr seid, ich denke, die meisten von euch Kollegen, Trainer, Therapeuten und seid das ganze Jahr für andere Menschen da gewesen. Und jetzt seid ihr vielleicht ein bisschen diejenigen, die sich ein bisschen fallen lassen könnt. Und ich möchte gerne euch helfen, euren Rücken und eure Psyche den Stress abzuwerfen. Es sind 30 Minuten, Rücken und Psyche. Und ich habe mir zwei Übungen überlegt, die besonders gut helfen, Stress abzubauen, die besonders helfen, den Rücken Leichtigkeit und Beweglichkeit wiederherzustellen. Und eine kleine Meditation habe ich mir auch überlegt, und helfe und wünsche mir, das wird euch helfen, ein Stückchen runterzukommen. Für die Stunde brauchen wir zwei Bälle, die ihr kennt schon, Balancebälle. Ich vermute, die meisten von euch haben die. Falls ihr zufällig mir jetzt hier zuschaut und keine Bälle habt, empfehle ich eine Alternative mit dem Handtuch. Das zeige ich euch gleich, wie ihr das falten könnt. Beim Handtuch braucht ihr dann vielleicht ein, zwei Kissen, auf die ihr dann später Kopf ablegt. Und für die Meditation ist eine Decke auch sehr sinnvoll. Und es soll kuschelig und warm sein, sodass ihr vielleicht anschließend die Meditation kommt zum Schluss, dass ihr anschließend so schön noch einschlafen könnt und vielleicht noch ein bisschen auf sich das wirken lässt, die Worte eben. Ich bin Tanja Kühne oder Dr. Tanja Kühne. Gerne Tanja. Ich sehe schon, ganz viele haben geschrieben. Ich freue mich. Schön, dass ihr daran teilnehmt. Und jetzt geht es dann schon mal los. Dass alle am Anfang wie immer, und so jetzt sehe ich, dass ich ein bisschen meine Kamera weiter bewegen soll. Das ist beim Livestream alles ein bisschen anders, also bei Zoom. Man kennt schon Zoom. So vermute ich, könnt ihr mich gut sehen. Ich zeige euch die Falttechnik für die keine Bälle haben. Also Handtuch ganz lang und dann zusammenrollen in so eine Wurstrolle. Dann von beiden Seiten anklappen. Vielleicht ein bisschen zu feste Wurstrolle. So anklappen. Und dann habt ihr so zwei quasi so ein brezelähnliche Konstruktion. Wichtig ist, dass die Wirbelsäule danach hier dazwischen liegt. Das ist die alternative Ersatz für den kleinen Ball. Der große Ball hält den Kopf fest bei der heutigen Übung und da könnt ihr alternativ ein Kissen nehmen. Sehr schön. Macht es euch bitte gemütlich. Ich mache ein bisschen mit euch mit. Legt euch bitte vorab hin und spürt zunächst mal, wie es euch so geht. Ihr braucht jetzt nicht zu mir schauen. Ich werde euch nur Anleitung geben. Und macht so eine kleine, ein-, zweiminütige Reise durch euren Körper, um erstmal wahrzunehmen, wie geht es euch vorab. Atmet ganz ruhig und tief durch die Nase in den Brustkorb ein. Atmet danach etwas weiter in den Bauch hinein ein. Nehmt euren Oberkörper wahr, eure Schulterblätter, wie liegen die am Boden auf? Bewertet nicht, nehmt einfach nur wahr.
Geht mit eurem Blick zu eurer Lendenwirbelsäule, den Raum zwischen den Bohnen und der Lendenwirbelsäule. Ich vermute, die meisten von euch sind schon sehr erfahren, wissen sehr genau, was ich meine. Schiebt eure Hände hier zwischen den Boden und der Lendenwirbelsäule und tastet mal, wie viel Raum ist dort. Bewertet das nicht, nehmt einfach nur wahr. Wie liegt euer Gesäß auf? Liegen Link und Hälfte Gesäßhälften gleichmäßig am Boden? Oder vielleicht etwas unterschiedlich? Und zu guter Letzt, nimm deine Beine wahr, wie liegen die auf? Fühlen sich deine beiden Beine gleichmäßig am Boden? Oder vielleicht hast du das Gefühl, dass ein Bein den Boden etwas mehr berührt? Du liegst jetzt schön geerdet und ganz besonders gut, wenn du geerdet bist, dich regenerieren. Atme durch die Nase in den Brustkorb ein, spüre, wie da beim Einatmen dein Brustkorb ein bisschen breiter wird. Und atme einmal in den Bauch hinein und spüre, wie dein Bauch etwas weiter und angenehm rund wird. Dieser Raum ist deine Kraft. Sehr gut. Mach bitte die Augen auf, dreh dich zur Seite und weil es heute nur eine halbe Stunde ist, mache ich ein bisschen zügiger hintereinander. Die erste Übung nennen wir sehr freundliche Cobra. Da brauchen wir beide Bälle gleichzeitig. Wenn ihr keine Bälle habt, könnt ihr das zusammengerollte Handtuch alternativ nutzen. Der Handtuch ist natürlich schon mal eine gute Hilfestellung, aber ich denke, so realistisch gesagt, ungefähr ein Achtel vielleicht von der Wirkung, was die Bälle erzeugen, weil das ist hier viel punktueller und elastischer und funktioneller, wie man gleich mit dem Körper und mit den Bällen arbeitet. Nichtsdestotrotz, bevor ich die Bälle entwickelt habe, habe ich mit dem Handtuch mögliche Alternativen, vor allem wenn ich unterwegs war, ausprobiert. Wichtig ist, fangt an, gebt eurem Körper Ruhe und das ist schon sehr, sehr viel wert und ein bisschen Beweglichkeit gehört auch dazu. Wenn Stress richtig zuschlägt, spüren wir das im Schulterbereich, im Rücken, aber auch sehr oft im Bauch. Man sagt, ja, der Stein liegt im Magen oder ich spüre meinen Atem nicht so richtig. Heute beginne ich deshalb etwas anders als sonst. Heute beginne ich mit der Übung, die für den abdominalen Bereich, für Bauchbereich, also geht auch für Zwerchfell, um diesen Bereich zu helfen, stresslos zu werden, die Durchblutung zu verbessern. Die inneren Organe werden sanft massiert. Zwerchfell bekommt eine willkommene, sanfte Massage, was durch Eigenkörpergewicht entsteht. Und wenn die Gesicht hätten, würden die richtig regelrecht danach schmunzeln. Die Kernübung in Rückenlage, wo ihr dann im Rücken liegt, die kommt als zweite und da werde ich eine Meditation begleiten mit euch machen. Okay, heute ein bisschen was anderes. Also, falls ihr noch nicht verheilte Narben habt, dann ist diese Übung für den Bauch nicht so gut geeignet oder die Blase ist voll, dann bitte die Blase leeren. Ansonsten ist diese Übung wunderbar. Das ist ähnlich wie eine osteopathische oder physiotherapeutische manuelle Massage für den Bauchraum. Natürlich nicht dasselbe, aber ähnlich zu vergleichen. Es ist keine Kräftigung, es ist nur eine sanfte Massage, damit dort ein bisschen mehr Bewegung und Leben reinkommt und Stress ein Stück zurücktritt. So, ihr könnt euch erstmal hinsetzen, beide Bälle so ungefähr handbreit auseinander platzieren. Legt euch dann auf die Bälle drauf. Der kleine Ball, der ist unterhalb von Bauchnabel, also deutlich unterhalb, so im Unterleibbereich. Und der große Ball, ich habe jetzt extra mehr knappe und dunkle Sachen angezogen, damit ihr gut die Positionierung der Bälle seht. Der große Ball liegt richtig noch an den Rippen. Und so erstmal, vielleicht ist das nicht unbedingt sehr natürlich und bequem, dennoch da möchten wir jetzt eine gezielte Berührung und Massage haben.
stützt euch auf den Armen ab, sodass auch ein großer Teil eures Körpergewichts auch von den Armen getragen wird. Bleibt hier liegen. Und jetzt bitte einatmen, lenkt den Atem in den kleinen Ball hinein, also richtig in den Bauch hinein. Macht bitte diesen Atemzug sanft und bewusst und liebevoll. Und atme ganz langsam aus. Im zweiten Atemzug leite bitte in den großen Ball hinein. Das ist dann mehr in den Brustkorb. Lass die Zeit und spüre, wie dein Brustkorb den Raum etwas vergrößert. Wenn du merkst, dass vielleicht im Bauchraum irgendwo eine Stelle pulsiert, das ist etwas unbedenklich am Anfang, dennoch, wir sollen das verändern und dann kannst du ein bisschen die Position des Balls verändern, indem du vielleicht leicht 1-2 cm nach oben oder nach unten rutscht, dann hilft das schon, ja? Achte, was dein Körper dir bei dieser Übung als Hinweise gibt. Sehr gut. Bleibt eine Weile hier. Ich hoffe, ihr könnt mich gut sehen und hören. Ich hab so das Gefühl, ich spüre euch alle irgendwo hier. Wahrscheinlich bilde ich mir das alles an. Dennoch, das ist so präsent, seit wir online alles machen. Zoom und Livestream. Ich habe so das Gefühl, ich habe andere Sinne entwickelt, wie ich euch alle wahrnehmen kann. Und der Gedanke tut mir so gut. Das ist, ich hoffe, das geht euch ähnlich. Konzentriert euch bitte ein bisschen immer wieder auf eure freundliche Kobra. Wir haben in uns einige Wesen und auch eine nette Kobra. Sehr schön. Lenke deinen Atem im Wechsel in den kleinen Ball hinein. Und beim Ausatmen lass dich so richtig schön auf den Ball drauf einsacken. Und den nächsten Atemzug in den großen Ball hinein. Und beim Ausatmen sack so richtig schön für einen Augenblick auf die Bälle ein. Sehr gut. Gerade die Menschen, die im Bauchbereich Narben haben, die, vor allem wenn die Narben verheilt sind, ist diese Übung wunderbar, weil die Narben, wenn die verheilen, ziehen den Bauchraum eng zusammen und schränken die Beweglichkeit der Hüfte, der Wirbelsäule, verhindern auch etwas bessere Funktionen der inneren Organe. Also gerade wenn Narben vorhanden sind, dennoch gut verheilt sind, wunderbar. Bitte mach diese Übung regelmäßig, das tut gut. Das bringt, sage ich mal, das Leben zurück, da wo es weniger ist. Ja. Ganz sanften beim nächsten Ausatmen, leichte, sanfte Schaukel nach rechts. Jetzt mache ich nach rechts zu euch, dann seht ihr, dann verschwindet mein kleiner Ball, den seht ihr nicht. Einatmen, kommt zurück zur Mitte. Und beim Ausatmen weicht ein bisschen nach links, in meinem Fall nach links heißt sie von Kamera weg, dann könnt ihr mehr davon sehen. Macht einen sanften Schaukel von links nach rechts. Ideal ist, wenn ihr das mit dem Atem kombiniert. Einatmen ist in der Mitte und ausatmen zur einen Seite. Einatmen in der Mitte und ausatmen zu der anderen Seite. Wegen meiner Skoliose bin ich rechts im Rumpf insgesamt immer etwas fester. Das heißt, auch hier merke ich, dass meine rechte Seite vor allem im unteren Bereich des Borderraums ist etwas fester. Das heißt, ich gehe jetzt ruhig zweimal, dreimal hintereinander nur zu dieser Seite und verweile dort. Das ist wie so ein Kind vielleicht, weil es ein bisschen mehr Hilfe braucht, um schreiben oder gehen zu lernen, dann komme ich diesem Kind mit Liebe und Geduld entgegen. Und das andere, da freut man sich, das ist etwas selbstständiger und kommt voran. Kann sein, aber das andere auf der anderen Seite ein bisschen mehr Zuneigung braucht. Sehr schön. Stellt eure Füße hinten ab,
So, und streckt die Knie durch. Jetzt sieht man hier natürlich gar nicht, weil es schwarz auf schwarz. Dennoch, die Knie sind durchgestreckt und die Beine sind in der Luft. Und rutscht einmal kurz vor und zurück. Ideal ist, wenn ihr das mit dem Atmen kombiniert. Einatmen in den Brustkorb, da sind die Bälle im Bauchraum. Ausatmen, da rutscht der Ball zum Brustkorb weiter. Jetzt in den Bauch hinein einatmen und ausatmen, zurück zum Bauch rutschen. Einatmen in 3 Schritten in den Brustkorb und ausatmen zum Brustkorb rollen. Hier im Brustkorb etwas näher im Brustkorb anhalten, in 3 Schritten in den Bauch hinein einatmen und ausatmen zum Bauch rutschen. Sehr gut. Streckt eure Beine, Arme ein bisschen mehr nach vorne und mehr auseinander, legt die Beine ab und wenn es geht, probiert, soweit es geht, streckt euch so wie so eine stolze Kobra. Schaut mal nach vorne. Nehmt die Schulter weg vom Rücken, von Ohren und haltet einmal eine Weile. Hier holen wir dadurch noch eine leichte Dehnung der vorderen myofaszialen Kette und das tut richtig gut. Der Becken ist gut stabil durch die Welle. Noch ein Atemzug und kommt zurück. Dreht euch zur Seite, nehmt die Bälle weg, legt die Bälle zur Seite und ruht euch einen Augenblick aus. In Rückenlage. Macht die Augen zu. Spürt, wie ihr insgesamt aufliegt. Spürt, wie euer Atem fließt. Das reicht erstmal. Gut, macht die Augen auf, dreht euch zur Seite. Und dann machen wir die Kernübung. Wir machen die heute als Schneeengel-Version. Und dann, während ihr auf dem, im Kernübung liegen bleibt, werde ich euch eine kleine Meditation vorlesen. Also bereitet vielleicht jetzt schon mal eure Decke vor, falls ihr einen griffbereit habt. Es ist beim Entspannen, bei kleinen Reisen, Meditation immer zusätzlich angenehm, wenn es kuschelig ist, ja? So, die Bälle platzieren wir wie immer, wie ihr kennt. Den kleinen Ball so mit einem ausgestreckten Arm nach hinten, der große bleibt in der greifbaren Nähe. Dann auf die Hände und Unterarme gehen, sich auf den kleinen Ball hinlegen. So der kleine Ball, wie ihr seht, der ist so richtig im unteren Anteil des Schulterblattes. Dann nehmt den großen Ball und legt es euch hinten am Kopf. Wichtig ist, dass der große Ball den Schädel richtig festhält. Bitte nicht den Kopf so fallen lassen. Nein, nein, nein. Der Kopf liegt schön in Verlängerung der Wirbelsäule. Wenn der große Ball dir zu fest ist, kannst du da zum Beispiel eine Matte drauflegen. Ja, so jetzt habe ich etwas längere Matte, dann kann ich die Matte so drauflegen auf den Ball. Oder du kannst ein Handtuch drauflegen. Gerade jetzt, wo ich ein bisschen euch hier in der Kernübung länger behalten möchte, dann ist es besonders gut, wenn es für Kopf weich ist. Dann streck bitte deine Beine aus. Und du kannst jetzt hier noch den kleinen Ball ein bisschen zurechtrücken. Wichtig ist, dass der kleine Ball deinen Brustkorb in Richtung Decke schiebt. Das heißt, es hilft dir, deinen Brustkorb zu öffnen. Leg die Arme seitlich ab. So, die richtige Position finden. Und die Hände sind erstmal so gut 10 cm von der Hüfte entfernt. Atme ein in den Brustkorb, spüre, wie deine Bälle da an deinem Schulterblatt liegen und atme aus, sag richtig schön auf die Bälle ein. Und da ich euch einen Schneeengel versprochen habe, macht bitte nichts anderes als Schneeengeln.
Vielleicht erinnert ihr euch, wie ihr noch als Kinder das gerne gemacht habt, dass ihr die Arme nach außen bewegt habt. Ein bisschen stöhnen und brüllen ist erlaubt, weil es ist schon ein bisschen anders als im Schnee. Ja, sehr gut, eine kleine. Es muss nicht eine vollständige Bewegung sein. Geh so weit es geht. Versuch, ob du weiterkommst, ob du wirklich mit den Händen so über den Kopf kommst. Wenn nicht, lass dein Schneeengel genauso sein, wie es heute die danach ist. Und du kannst beim nächsten Mal ein bisschen weiterkommen, okay? Also sei nicht zu ehrgeizig, sondern eh mit Gefühl und Neugier. Du kannst auch, wenn du möchtest auch, mit einem Bein nach außen gehen, mit beiden wird es ein bisschen schwieriger und dann zurück. Und dann die andere Seite nach außen bewegen und zurück. Dennoch für mich, für diese Übung ist viel wichtiger, dass du die Arme in den Schneeengelpositionen bewegst. Prima, mach das noch einmal. Ich bereite mich schon auf die kleine Meditation vor. Das heißt, ich beende diese Übung. Du bleibst genauso liegen, machst noch eine Bewegung für den Schneeengel. Kannst ihm schön Lächeln schenken. Es ist heute 4. Advent. Schneeengel ist heute besonders willkommen. Sehr gut. Leg die Arme so bequem, wie es dir danach ist. Und greif vielleicht nach deiner Decke. Deck dich zu. Bleib so liegen. Du brauchst jetzt nicht mehr zu mir schauen, zum Computer, weil es passiert jetzt für dich nicht viel, sondern ich werde nur ein bisschen vorlesen. Ich habe mir viel Gedanken gemacht, warum wir Menschen so viel Stress und Schmerz im Rücken und in der Psyche haben, im psychischen und körperlichen. Ich werde wahrscheinlich diese Frage nie vollständig beantworten. Dennoch, ich versuche so das, was mich berührt und bewegt und meine Erkenntnisse sind, ein bisschen als Hilfestellung auch für euch auf den Weg zu geben. Meine persönliche Reise durch das Leben zeigt mir, dass wir sehr oft in uns viel Stress tragen, was aus nicht abgeschlossenen Beziehungen, Gefühlen besteht. Vor allem aus Gefühlen, die wir ausgeblendet haben. Wahrscheinlich, weil die uns wehgetan haben oder weil wir das nicht dürften. Warum auch immer. Wir versuchen also immer nur ein Teil von unserem Selbst zu sein, so als ob wir nicht keine Erlaubnis haben, vollkommen wir zu sein. Mit allem, was dazugehört. Und ich dachte, gerade im Dezember ist das sehr schön, weil auch meine Inspiration ist die Natur. Und die Natur hat Jahreszeiten, hat Monate. Und alles hat seine Zeit. Und im Dezember ist es kalt und die Blätter sind wie so eine Decke, die am Boden liegt. Da hat die Natur kein schlechtes Gewissen, dass es so ist und kommt nicht auf die Idee, vielleicht jetzt Kartoffel wachsen zu lassen, sondern die Kartoffel werden eben früher eingesetzt. Also es hat alles in der Natur seine Zeit und ich versuche mir so ein bisschen von diesen Kreislauf des Lebens in der Natur zu inspirieren. Im Dezember geht das Jahr zu Ende und das heißt, wir können diese Zeit im Jahr dafür nutzen, um bewusst zu lernen, etwas abzuschließen. Nehmen wir mal als Beispiel das Jahr. Lass uns ein bisschen lernen, die Beziehungen, die Gefühle, die Lebensphasen in unserem Leben abzuschließen, bewusst abzuschließen, würdevoll und vielleicht auch zum Teil, kann man sagen, Abschied nehmen. Oft haben wir Angst davon, abzuschließen oder Abschied zu nehmen. Lass deine Augen zu und lass uns zusammen mit dir auf das Jahr zurückblicken, auf die Natur. Du und ich, wir sind ein Teil der Natur und können uns davon inspirieren lassen. Die Natur hat Dunkelheit und Licht. Die Natur hat Stürme und Stille. Alles hat in der Natur Neuanfang und Ende.
Und alles das darf sein. All das hat seine Zeit und seine Bedeutung. Auch du und ich haben Dunkelheit und Licht in uns. Wir haben unsere innere Stürme und innere Stille. Wir befinden uns in einem Neuanfang und einem Abschluss. All das ist fließend miteinander verbunden. Lass uns heute mit Mut und Liebe zurückschauen. Und vor allem mit Mut zur Klarheit. Weil nur wenn wir die Gefühle so wahrnehmen und nennen, wie die sind, können die würdevoll wahrgenommen werden und abgeschlossen. In der Regel mehr wollen die nicht. Atme ganz ruhig ein und aus. 3 Atemzüge. Und beim 3. Atemzug stell dir vor, du trittst durch ein Tor in einen schönen Wald. Es ist ein kleiner Spaziergang in deine Vergangenheit. Heute konzentrieren wir uns nur auf dieses Jahr. Du kannst dennoch oft das auf längere Teil, also Abschnitte in deinem Leben auch projizieren. Oder auf Beziehungen. Stell dir vor, du gehst durch diesen schönen Wald, du kennst diesen Weg. Du bist ihn sehr oft gegangen. Es riecht vertraut nach Laub und Nadelbäumen. Der Wald ist voller Lebensgeräusche. Viele kleine Vögel begrüßen dich fröhlich. Ein Eichhörnchen läuft vertraut in deine Nähe. Und du verspürst eine sanfte Freude und einen wahrhaften Bedürfnis, hier zu sein. Hier und dort siehst du runtergefallene Tannenzapfen, abgebrochene Äste, umgekippte Pilze und eine endlose Bodendecke aus Laub. Als es im Herbst dunkler und kälter wurde, wurden die Säfte in den Bäumen langsamer und begannen ihre Früchte und Laub abzuwerfen. Der Sturm und der Regen hat all das runtergerissen. Hat der Sturm ein schlechtes Gewissen den Bäumen und Sträuchern gegenüber? Nein. Sind die Tiere enttäuscht und traurig, dass es kälter und dunkler wurde? Nein. Sind die Bäume und Sträucher wütend, warum die Blätter und Früchte runtergefallen sind? Nein, es hat gestürmt, weil es danach war, weil es durch diese Zerstörung den Platz für Neuanfang bereitet hat. Unsere inneren Stürme kennen wir auch, dennoch wir versuchen die oft nicht zu zeigen. Wir versuchen die oft zu verstecken, vielleicht weil wir es so gelernt haben, dass wir es nicht dürfen. Vielleicht, weil wir Angst vor Veränderung haben. Unsere inneren Stürme sind oft in Form von Wut zu spüren. Ich lade dich ein, heute dein Wut bewusst zu begegnen. Erinnere dich an die Momente in diesem Jahr, wo du wütend warst. Dennoch hast du das nicht gezeigt. Erlaube diesem Gefühl, jetzt da zu sein. Erinnere dich, was oder wer hat dich wütend gemacht? Was daran hat dich gestört? Auch wenn wir sagen, es stört mich, in diesem Wort gibt es auch zerstört. Es ist vielleicht auch die Aufgabe von diesem Gefühl.
viele unserer Gefühle, vielleicht alle und vor allem Wut, kennen wir aus unserer Zeit, als wir noch Kleinkinder waren. Und ich glaube, dass Wut immer der Ausdruck von diesem Tal in uns ist. Das ist ein Tal von einem kleinen Mädchen oder kleinen Jungen in dir, was gerade Wut zeigt und somit dir nur sagen möchte, ich möchte gesehen oder gehört werden. Lass bitte dieses Gefühl zu. Erinnere dich, was hat dich wütend gemacht? Und erlaube diesem Wut jetzt da zu sein. Wenn du allein im Raum bist, kannst du vielleicht sogar dem Wut ein Geräusch zu geben, eine Stimme. Das, was du damals machen wolltest, unterdrück es nie. Es ist ein Teil von dir, es möchte dir etwas sagen. Kommentiere nicht, was du hörst. Es braucht keinen Dialog. Es möchte nur gesehen und gehört werden. Vielleicht dürftest du damals als Kind dieses Gefühl nicht zeigen und hast bis heute gelernt, das zu verbergen. Vielleicht hast du dabei schlechtes Gewissen oder hast Angst, dass du Menschen wehtust. Dennoch, wenn du deine Wut spürst und zeigst, gibst du nur einem Teil von dir die Möglichkeit, da zu sein. Was auch immer das war, es darf sein, weil es möchte gesehen und gehört werden. Wut ist oft nah zum Angst, etwas zu verlieren. Es kann eine Bindungsangst sein oder manchmal sogar Angst, du selbst zu sein. An dieser Stelle werden wir uns ein bisschen noch vertiefen, denn heute möchte ich dir nur helfen, bewusst die Momente wahrzunehmen und erleben und den Raum zu geben, die dich dieses Jahr wütend gemacht haben und du sie dennoch unterdrückt hast. Stell dir vor, dass du jetzt auf einmal vor dir das kleine Mädchen oder den kleinen Jungen vor dir siehst, der damals im Alter zwischen 4 und 5 Jahren wütend war und auch heute da ist, weil es ist immer ein Teil von uns. Das ist reine Psychologie. Stell dir vor, du nimmst dieses Teil von dir, das kleine Mädchen oder den Jungen, einmal in den Arm und du brauchst nichts sagen. Nur diesen Teil von dir anzuschauen, umarmen und es wird spüren, dass es da sein darf. Dass es geschätzt und beschützt ist. Und genau das wollte es. Und weil es es nicht bekommen hat, wurde es wütend. Wut ist eine Stimme in dir, was dir zeigt, dass du dich vielleicht aus Augen verloren hast. Oder dass du dir lange nicht zugehört hast. Du kannst das ändern. Jetzt bist du erwachsen und kann das bewusst tun. Und klar, genauso klar zu nennen, ja, ich war wütend und ich darf wütend sein. Und ich erlaube es mir. Verweile noch ein bisschen mit diesem Kind. Und du kannst so oft, du möchtest und Bedürfnis hast, diesem Kind immer wieder besuchen, treffen. Erlaube es ihm, vor allem wütend zu sein. Und sieh ihn einfach an und hör ihn zu. Belehre es nicht. An dieser Stelle, es hat so viel Angst, braucht es nur deine Zuneigung und deine Aufmerksamkeit und deinen Schutz und mir nicht. Für Rest kommt ein anderer Tag. Sehr schön. Atme ganz ruhig ein. Und aus und spüre, wie sich das jetzt anfühlt, diesen Teil von dir wahrgenommen zu haben. Es ist so würdevoll wie in der Natur,
und so passend im Dezember, wie wahrscheinlich an keinem anderen Monat im Jahr. Du kannst diese kleine Meditation täglich machen, vielleicht bis zum nächsten Sonntag. Am kommenden Sonntag möchte ich dir eine Meditation für Gefühle zu helfen, so wahrzunehmen, die auch die Kraft gegeben haben, die du dennoch auch unterdrückt hast, wie Glauben und Liebe. Und heute beschränke ich mich nur auf Wut mit ein bisschen Hinschauen zum Angst. Wir können es lernen, uns ganz wahrzunehmen, ohne uns nur auf das Gute oder das Perfekte zu reduzieren, weil so sind wir vollkommen. Und genau das ist der Sinn des Lebens. Prima. Jetzt geht die Meditation langsam zu Ende. Dreh dich zur Seite, nimm deine Bälle weg. Und leg dich nochmal hin. Spüre, wie du jetzt am Boden aufliegst. Wie fließt dein Atem? Es ist sehr natürlich, jetzt eine Weile so zu liegen, zu bleiben, zu verweilen und auf sich wirken lassen, den Gedanken zu lauschen. Es ist ein vierter Advent, da sind vier Kerzen und Kerzenlicht sind für Hoffnung, für Vergebung und auch für Abschluss in Würde, eine Zeit deines Lebens dieses Jahr abzuschließen. Bleib einen Moment liegen, vielleicht gehen dir noch andere Gedanken durch den Kopf, nimm die wahr und lass dir auf dich wirken. Ich verabschiede mich jetzt und bedanke mich bei euch allen für eure Zeit, für euren Vertrauen und für alle, die diese Aufzeichnung schauen. Kann ich nur beglückwünschen dafür, dass ihr Mut habt, euch vollkommen anzunehmen, auch mit den Teilen in euch, wie Wut und Angst, und diesen Gefühlen einen Raum geben und somit einen großen Schritt zu einem vollkommenen Ich zu sein. Bis zum nächsten Sonntag.